Willkommen zu Leben als Kind versus Erwachsener. Let's go! Geld, Kinder. Mein Sohn, weil du heute brav warst, kriegst du 1 Euro von mir. Oh mein Gott, 1 Euro? Das ist so viel. Ich werde mit dem Geld 3 Lollis kaufen. Oder nein, ich kaufe mit dem Geld 2 Haribos. Vielleicht kann ich aber schon ein Auto kaufen. Oder Handys. Oder ein Treffen mit Ronaldo. Sieh! Ronaldo. Hallo, kleiner Junge. Hallo, Verkäufer, ich habe 1 Euro. Wow, du hast 1 Euro? Ja, was kriege ich dafür? Warte, lass mich überlegen. Ich denke mal 3 Center-Shocks und 1 Lolli. Oh mein Gott, als ob. Ja. Wenn ich mal groß bin und viel Geld habe, dann werde ich mir 1 Million Trillion Süßigkeiten kaufen und 10 Millionen Schokodrops. Geld, Erwachsener. So, hier ist dein Gehalt für diesen Monat. Dankeschön. Warten Sie, 800 Euro? Ja. Sie haben mir doch gesagt, dass ich 1200 kriege. Ja. Wieso geben Sie mir denn nur 800 Euro? Weil die Orang-Utans in Tansania die Erderwärmung angetrieben haben, müssen wir die Massenbeinhaltung irgendwie unterdrücken. Was? Keine Ahnung, ich habe irgendwas gesagt, aber mehr als 800 Euro bekommst du nicht. Egal, wenigstens habe ich 800 Euro. Nope, nicht mehr lange. Wer bist du? Dein Vermieter für die Wohnung. Guten Morgen. Was willst du von mir? Die Hälfte deines Gehaltes. So viel? Ja. Schönen Tag. Egal, wenigstens habe ich noch 400 Euro. Nein, nein, die kriegst 400 Euro. Und wer bist du? Deine Versicherung für dein Auto. Sag schon, wie viel willst du? 200 Euro. Oha, ja so viel, mir bleiben dann nur mit 200 Euro. Mir ist egal, yalla bye. Egal, wenigstens habe ich noch 200 Euro. Oh, ich muss ja noch Essen kaufen. Milch, Mehl, Zucker und Eier, oder? Ja. Mehr nicht? Mehr nicht. Ich brauche nur das Wichtigste, um zu überleben. Gut, das wären dann 199 Euro. 199 Euro? Wieso so teuer? Habt ihr die Kuh von einer goldenen Kuh gemolken oder was? Nein, wegen Inflation und so. Ja, aber wieso ist alles so teuer? Weil alle anderen es auch so machen. Na gut. Hier. Geh schon. Hier, nimm, nimm. Warte, dein Wechselgeld. Egal, wenigstens habe ich 1 Euro. Ich kaufe mir einfach einen Cheeseburger. Ein Cheeseburger bitte. Noch etwas dazu? Nee, danke, ich habe nicht so viel Geld. Okay, das wären dann 1,20 Euro. Warte, es hat doch immer 1 Euro gekostet, oder nicht? Ja, jetzt nicht mehr. Überraschung. Wieso? Keine Ahnung, Inflation oder so. Rausgehen, Kinder! Hallo, ist da Fabian zu Hause? Ich bin Fabian. Oh, Fabian, bist du zu Hause? Warte, ich frag meine Mama. Mama, bin ich zu Hause? Hä? Ja, du bist zu Hause. Ja, ich bin zu Hause. Willst du rauskommen und Fußball spielen? Ja, ich will. Yes, ich nehme den Ball mit und du nimmst Wasser mit, okay? Okay, okay. Rausgehen, Erwachsener. Ich frag mal den Martin, ob er sich treffen möchte. Lang nicht mehr gesehen. Hallo Martin, alles gut bei dir? Ja, ja, alles gut bei mir. Du, ich wollte mal fragen, ob du mit mir essen gehen möchtest. Wir haben uns ja lang nicht mehr gesehen. Sorry, kann leider nicht. Ich muss auf mein Kind aufpassen. Auf dein Kind? Ja. Seit wann hast du ein Kind? Ja, ich habe mit der Veronika jetzt ein Kind bekommen. Wir sind ja verheiratet. Okay. Dann ein anderes Mal. Passt, ciao. Wie kann das sein? Ich war noch gestern gefühlt mit ihm in der Schule. Egal, dann frage ich einfach Mehmet. Hallo, Mehmet? Guten Tag, hier spricht Officer Müller vom Gefängnis. Oh, sorry, ich wollte nur meinen alten Schulkameraden Mehmet anrufen, sorry. Das ist Mehmet seine Nummer. Wieso hebt dann die Polizei ab? Ja, der Mehmet sitzt gerade im Gefängnis wegen einem Raubüberfall. Oh, okay, ja. Wollen Sie ihm was sagen? Nee, nee. Na gut, ciao. Okay, gut, Mehmet erstmal blockieren, hier, so, zack. Ich hätte es wissen müssen, er hat schon in GTA 5 gesagt, dass er es in echt machen möchte. Ich hab's ihm nicht geglaubt. Und jetzt steht er im Gefängnis. Furzen, Kinder. Ja. Wey, yo, wer war das? Sorry, ich war das. Kein Problem, kann ja mal passieren, du bist ja ein kleines Kind. Ich kann sogar zweimal. Ja, okay, stopp. Zweimal ist zu viel. Okay, sorry. Furzen, Erwachsener. Hoppala. Gute Neuigkeiten, Herr Yildiz. Sie sind gefeuert. Chef, was machen Sie in meiner Wohnung und wieso werde ich gefeuert? Wir brauchen keine Leute, die keine Manieren haben und furzen. Oh mein Gott. So, Herr Yildiz, verlassen Sie bitte die Wohnung. Wer sind Sie? Ihr Vermieter. Sie haben leider die Wohnung verloren. Lass mich raten, nur weil ich gefurzt habe. Ja, wir wollen nichts mit ranzigen Menschen zu tun haben. Ein kleines bisschen Kleingeld, ein kleines bisschen Kleingeld. Oh nein, wieso sind Sie obdachlos geworden? Ich habe nur gefurzt. Gefurzt? Sie sind ein erwachsener Mann und haben gefurzt. Geschieht Ihnen recht. Bestellen, Kinder. Hallo,
Ich weiß nicht, wie du heißt. Aber hallo, fremder Mann, ich will ein Eis, bitte. Buongiorno, welches Sorte wollen Sie? Das blaue da, das Schlümpfeis oder wie das doch immer heißt. Oh, gute Wahl, diese Eis mit den Schlümpfen. Ja, das ist doch lecker, oder? Es ist sehr süß, aber dafür auch sehr lecker. Mamma mia. Yes! Bestellen, Erwachsener. Ein Eis, bitte. Welche Sorte? Warten Sie, ich muss noch schauen, welche Sorte laktosefrei ist, ansonsten macht mein Magen Breakdance. Die Sorte Pistazie ist laktosefrei. Ja, aber ich habe leider eine Pistazienallergie. Bueno, wie wäre es mit der Vanille? Hallo, laktosefrei. Mama mia, keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Verletzen Kinder. Du bist... Und bleib stehen. Ja. Oh nein, oh nein. Warte, warte, ich bring dich wieder zum Lachen. Alles wieder gut? Ja, alles wieder gut. Verletzten Erwachsener. Mann, wo sind meine Bücher? Oh, da bist du ja. Mein Rücken. Oh. Mein verdammter Rücken, ich habe ihn gebrochen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss meinen Chef anrufen und sagen, dass er nicht kommen kann. Hallo Chef, ich kann heute nicht kommen. Wieso? Ich glaube... Nee, ich bin mir sicher, ich habe meinen Rücken gebrochen. Gut, kein Problem, du bekommst einfach kein Gehalt. Warten Sie, wer soll die ganze Rechnung dann bezahlen? Entweder du kommst oder kein Geld. Chef, ich bin da, ich kann arbeiten, alles gut, ich will Geld verdienen und nicht verhungern. Schule, Kinder. Mann, Schule ist so doof. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Immer müssen wir im Unterricht aufpassen. Alles hier ist so anstrengend. Das Schlimme ist, wir bekommen nicht einmal Geld, wenn wir in die Schule gehen. Ja, ich wünschte, ich wäre älter und dürfte schon arbeiten. Arbeiten ist viel cooler. Man muss nichts lernen. Und man bekommt sogar Geld. Oh, Geld. Geld. Ich würde mir sofort 900 Chicken Nuggets und 3 Lollis kaufen. Schule, Erwachsener. Okay, der Kunde ist abgeschlossen. Hier jetzt der nächste und dann mache ich hier so ein bisschen was. Und dann ist mir viel zu langsam. Schneller. Ja, Sir. Oh. Hallo, Firma Schokundnuss. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne einmal Dolce Guajillo bestellen. Wie bitte? Was wollen Sie bestellen? Haben Sie Mayo in den Ohren? Ich habe gesagt, ich will weiter mit Guajillo bestellen. Es tut mir leid, es sind so Hintergrundgeräusche. Ich verstehe Sie nicht. Na gut, das werde ich mal Ihren Chef melden und dann schauen wir mal, was er dazu sagt, ne? Ja, ciao. Oh nein. Hey! Für was bezahle ich dich, damit du unsere Kunden verscheuchst? Aber ich... Kein Aber, halt der Maul und reiß dich zusammen. Arbeiten ist viel cooler. Man muss nichts lernen. Und man bekommt sogar Geld. Ich will wieder zurück in die Schule. Schlafen, Kinder. Geht schon, Schlafenszeit. Och, nö. Es ist schon 20 Uhr, du musst schlafen. Ich will aber nicht. Ey, keine Widerrede, geh jetzt ins Bett. Ich will noch nicht schlafen. Mir egal. Wenn ich eine kleine Pipi-Piepso von dir höre, dann wirst du es sehen. Ja, besser so. Blöde Kuh. Yeah! Schlafen, Erwachsener. Endlich zu Hause. Gleich schlafen. Essen, Kinder. Mama, ich habe Hunger. Ja, warte, das Essen ist gleich fertig. Oh, wie lange noch? Paar Minuten. Ruf mich, wenn das Essen fertig ist. Essen ist fertig. Ich bin ein Pferd. Wow, du hast so viel zum Essen gemacht. Ja, natürlich, lass dir schmecken. Essen, Erwachsener. Mama? Mama! Mama, wo bist du? Ich habe Hunger! Oh, warte, ich lebe ja alleine. Was soll ich mir zum Essen machen? Ich schau mal in den Kühlschrank. Dumme Idee. Egal, dann bestelle ich mir einfach was. Hallo, einmal eine Pizza bitte. Okay, eine Pizza 15 Euro bitte dann. Warte, ich habe ja kein Geld. Egal, wenigstens habe ich noch 400 Euro. Egal, wenigstens habe ich noch 200 Euro. sorry, ich nix Deutsch, ich spreche. Tschüss. Ich esse einfach Luft. Ich habe kein Geld und kein Essen.
So Leute, das war's mit dem Video. Schreibt in den Kommentaren euer Alter und ob ihr gerne älter werdet oder jünger. Das würde mich wirklich interessieren. Falls ihr neue Videowünsche habt, Deutsche versus Ausländer oder keine Ahnung, einen Tag im Leben eines Albaners, schreibt es auch gerne in den Kommentaren. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentiert diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.